Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein köstliches Ofengericht und zwar dieses Mal mit Bio-Hähnchen von artgerecht gehaltenen Tieren und zwar wieder von Josefs Bio. Mein Video zu den Schotribs von Josefs Bio werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Das hier sind jetzt die Bio-Hähnchenschenkel von Josefs Bio. Die werden wir jetzt verarbeiten und wir sehen auch schon gleich, dass das Fleisch sehr viel dunkler ist als das ungesunde Fleisch von Tieren aus der Massentierhaltung. Das Fleisch der Biohähnchen sieht ähnlich aus wie das Fleisch von Wildtieren, die sich nur von dem ernähren, was die Natur bietet und die kein künstliches, industriell hergestelltes Kraftfutter von den Menschen bekommen. Man sieht also schon und schmeckt einen großen Unterschied bei Tieren, die sich gesund ernähren und die gesund ernährt werden. Genauso wie es sich auch bei Menschen verhält. Ich kann euch daher nur immer wieder empfehlen, sich gesund zu ernähren und nur selten Fleisch zu essen. Und wenn man es tut, dann nur das Fleisch von artgerecht gehaltenen Biotieren zu verzehren. Jetzt werden wir die Marinade zubereiten und dazu geben wir Bio-Tomatenmark und gesunde Miso-Paste hinzu. Und mein köstliches, gesundes Wunderlauch-Pesto. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben nochmal. Dann kommen folgende Gewürze hinzu, und zwar ordentlich viel selbstgemahlenen Koriander. Frisch gemahlen gibt er ein sehr intensives Aroma ab. Himalaya-Salz, Paprika und frisch gestoßener schwarzer Bio-Pfeffer. Ferner auch noch folgende Gewürze. Kurkuma, Knoblauchpulver, meine selbstgemachte Gemüsebrühe und gemahlenen Kreuzkümmel. Ich verlinke euch mein Video zu den grünen Säften nochmal, weil ich daraus, also aus dem Trester, seit neuestem meine Gemüsebrühe herstelle. Dann kommt als Ölquelle noch das MCT-Öl hinzu. Das MCT-Öl besteht aus mittelkettigen Fettsäuren, die der Körper am besten verstoffwechseln kann. Nachdem wir die Hähnchenschenkel von allen Seiten gründlich mit der Marinade eingerieben haben, werden wir sie über Nacht in der Marinade im Kühlschrank stehen lassen, damit diese gut in das Fleisch eindringen kann und später zu einem guten Geschmackserlebnis führt. Jetzt werden wir natives Bioöl in diesem Wok hier erhitzen und darin dann die Hähnchenschenkel anbraten. Und zwar schön goldbraun von allen Seiten. Den Rest der Marinade werden wir dann mit der Knochenbrühe vermischen, denn diese kommt später zu dem Fleisch hinzu, sobald das Fleisch dann von allen Seiten goldbraun angebraten sein wird. Mein Video zur Gesundheit der Knochenbrühe und wie man diese herstellt, das werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Das Tolle an der Knochenbrühe ist nicht nur ihre Gesundheit, sondern auch ihr leckerer Geschmack. Und wie diejenigen, die meine Videos verfolgen, gesehen haben, kann man diese für sehr viele Gerichte benutzen. In diesem Fall wird sie dafür benutzt, die Hähnchen gar kochen zu lassen. Und sobald das Hähnchen gar ist, werden wir es herausnehmen und hier in die Auflaufform auf das zu sehende Gemüse legen. Und ich habe jetzt hier an Gemüse Kartoffeln, Tomaten, Zucchini und Zwiebeln benutzt. Alles natürlich von Bioqualität, aber da könnte man natürlich variieren und an Gemüse verwenden, was man da zu Hause hat. Wir sehen auch wieder, wie einfach man dieses leckere Ofengericht herstellen kann, indem wir nur das Fleisch vorbereiten müssen und ansonsten jede Art von Gemüse in die Auflaufform geben können und dann letztendlich nur mit dieser Soße bedecken müssen. Und dann kommt die Auflaufform einfach in den vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe bei 175 Grad Celsius Ober- und Unterhitze und wird so lange gebacken, bis auch das Gemüse gar sein wird. Und aufgrund der Flüssigkeitsmenge geht es auch sehr schnell. Die Auflaufform braucht nicht länger als 30 Minuten im Ofen zu bleiben und dann ist das Gemüse auch schon gar. Und wir sehen auch schon, wie köstlich das Ganze aussieht und genauso lecker schmeckt das dann auch. Das Tolle ist, wir brauchen auch keine weiteren Gewürze für das Gemüse zu verwenden, weil die mit der Marinade verstärkte Knochenbrühe vollkommen ausreicht als Würze, Geschmacksträger und Soße für dieses herrliche Gericht. Und wie wir sehen, ist diese Knochenbrühe so vielseitig verwendbar, dass man sie für fast jedes Auflaufgericht benutzen kann. Und das Tolle ist, dass sie eben ihren eigenen leckeren Geschmack mitbringt, sodass man kaum noch nachwürzen muss. Und wie überaus gesund diese leckere Knochenbrühe ist, das habt ihr sicher schon von meinen anderen Videos, in denen die Knochenbrühe ebenfalls zum Einsatz kommt, mitbekommen. Man könnte jetzt dieses Gericht zusammen mit Vollkornreis servieren. Wer das Gericht jedoch ketogen halten möchte, und das ist natürlich immer zu empfehlen, der könnte die Kartoffeln weglassen und stattdessen anderes Gemüse verwenden und ebenfalls den Reis hier weglassen und stattdessen eventuell den Shirataki-Reis verwenden. Oder auch ganz normalen Blumenkohlreis verwenden oder dieses Gericht auch ganz einfach nur allein verzehren. In jedem Fall möchte ich betonen, dass wir nur selten Fleisch essen und wenn wir dieses tun, dass dieses dann von Tieren stammt, die artgerecht gehalten werden und von Biobauern gepflegt werden.
denn nur solch ein Fleisch würde unserer Gesundheit zugutekommen. Wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit vielen Menschen. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.